Herzlich willkommen zum zweiten Teil des großen Scareback-Rundgangs bei der Klemmbaustein-Lyrik, das große Fan-Weekend, das dort stattgefunden hat. Und was wir hier sehen, ist ein Hongkong-Disney-Palace. Also, ja, Japan trifft auf Disney und dann sieht das Ganze so aus. Ja, kann man aber auch nicht überall hinstellen, muss man sagen. Dann kommen wir zum Council of Elrond. Wir sind also bei Herr der Ringe und ja, Elronds Rat sah auch schon mal anders aus. Also da haben wir Elrond selber und dann die ganzen Gefährten drumherum. Man kann auch nicht sagen Brickhead-Style, sondern irgendwie was Ähnliches. Also größer. Aber das, was ich hier, muss ich zugeben, besonders cool finde, ist der Baum. Dieser herbstliche Baum hier. Also da muss man auch erstmal ganz viele von diesen Herbstfarben irgendwo finden. Der ist klasse. Also ja, gut, der Rat sieht auch nett aus, aber der Baum, der ist irgendwie cool. Ja, dann geht's nach Rom. Roman Imperial hier. Also man sieht, großzügig gebaut. So war es in Rom wahrscheinlich auch. Viel Platz zum Diskutieren. Und ja, ein kleiner Streitwagen vorne und hinten natürlich. Das darf in Rom nicht fehlen. Irgendwas mit Säulen und auch irgendwelche Sachen, die da vermeintlich eingemeißelt sind. Es sind eben Minifiguren im weißen Stil, die da reingesetzt wurden. Ein bisschen Wasser hier und da und zwischendurch ein paar Minifiguren, die, ich glaube, ich erwähnte schon, diskutieren. Da nochmal die Ornamente da oben. Ja, also schönes Teil. Auch da muss man sagen, nicht immer Platz dafür, aber sieht cool aus. Leviathan. Den haben wir hier, beziehungsweise gibt ja vieles, was irgendwie Leviathan gerne genannt wird. Aber das hier ist zum Beispiel ein Luftschiff und nicht nur irgendeins, sondern eins, das unten wie ein typisches Seeräuberschiff oder so ein, ja, wie so ein Segelschiff eigentlich aussieht, aber obenrum dann eben als Luftschiff verbaut. Auch eine sehr interessante Kombination. Wird es wahrscheinlich bei Lego nie so geben, aber das finde ich auch ziemlich cool. Also erst recht, weil dieses Luftschiff wirklich sehr gut rauskommt. Wenn man es eher kleiner mag, dann gibt es auch noch dieses kleine Luftschiff hier, was im Zweifel auch, wenn man den unteren Teil weglässt, sonst ein Unterseeboot sein könnte. Und wir haben noch ein drittes Luftschiff hier, in rot-schwarz gehalten. Eine Kombi, die irgendwie immer geht. Und dazu dann noch hier ein Propeller hinten. Auch das eine sehr schöne Kombination. Wieder vorne und hinten und unten, da wird gerade einer Kiel geholt, dann ein bisschen Piratenleben noch sah. Florian Koch, den ich ja hier auch schon mal mit der Wildwasserbahn in der Klemmbaustein-Lyrik hatte, der hat dieses gute Set bzw. diesen großen Legostein als Jubiläumsausgabe zu 60 Jahre Legostein herausgebracht, kann man ja nicht sagen, also aufgebaut und so viel ich weiß, muss man ihn vielleicht demnächst wieder zerlegen. Viel rot, um nicht zu sagen, nur rote Steine, aber cool geworden. Ich hatte den ja auch schon bei den Floating Bricks einmal so im Halbdunkel gezeigt, jetzt sehen wir ihn nochmal in voller Pracht und komplett im Licht. Das ist ein richtiger Kaventsmann, also erst recht natürlich mit den Noppen, cooles Teil auf jeden Fall. Dann wieder ein bisschen kleiner und nicht ganz so rot, sondern viel grün haben wir hier bei diesem Spielplatz mit vielem, was im Spielplatz so braucht. Nicht nur sagen wir gerade eben den Irrgarten, sondern hier auch eine Hüpfburg, da wird auch gehüpft, ja, mit so ein bisschen Transparenz geht das, dann eine Wippe, ein kleines Karussell, eine Rutsche mit auch diesem Klettergerüst, ja, wo man als Eltern dann immer, man schwitzt ein bisschen, also ich zumindest. Und sogar hier so eine Kletterwand, wie man hier sieht, die dann auch dazu gehört. Auch ein sehr schönes Ensemble. Also wenn irgendwann mal die Jahrmärkte ausgehen bei Lego, könnten sie ja vielleicht mal mit Spielplätzen anfangen. Aber ob das so zieht, weiß ich natürlich nicht. Also ich würde es als Vater gerne haben. Ja, dann haben wir hier die Saturn 5 in etwas anders, um nicht zu sagen, sehr cool ins Hallendesign mit hineingefasst. Mit hier diesen Mikrofiguren drumherum. Dann ist das so eine typische NASA-Ausstellung. Es kann gut sein, dass Cape Canaveral das so ähnlich da vielleicht auch aussieht. Ob es so ist, ich weiß es nicht. Ist schon ein paar Jährchen her, dass sie da mal war. Wobei, es kommt natürlich besonders schön mit dieser Beleuchtung dann. Ja, hier oben sind auch noch so ein paar Schilderchen, die da aufgehängt sind. Und man entdeckt ja die Einzelteile. Zum Beispiel ja auch diesen Moonlander, der ja auch in dem Originalset dann hin drin ist. Ja, und auch noch so ein bisschen Planet, also der Mond quasi hängt da sicherheitshalber auch nochmal. Dann haben wir hier, auch das hatte ich ja schon von Floating Bricks vorgestellt, nämlich den Michel von Malte und jetzt ja auch mit den Unterschriften, wie wir da unten sehen, unter anderem vom CEO von Lego und auch von Herrn Christiansen. Und knapp 100.000 Teile sind es, ich glaube 95.000 Teile.
und ein richtig schöner Michel. Und wir werden gleich auch nochmal nach hinten gucken können. Da ist übrigens ganz interessant, das Innenleben ist, ja, da weiß man dann, dass dann irgendwann auch einfach Standardteile verwendet werden mussten. So also ist das Ding wirklich ein cooles Teil und es ist nicht geklebt. Und ich hatte mich mit Malte auch schon mehrfach dazu unterhalten und auch schon mit den Eltern. Also es ist immer so ein bisschen Angst, es könnte natürlich irgendwie kippen. Weil wir sehen hier, ja, es gibt ein bisschen Innenleben, aber da ist jetzt nicht irgendwie eine Stahlkonstruktion, sondern auch nur Legosteine in Restebund, was das da unten dann hält. Und ja, wenn es schief läuft, dann wird es wirklich schief laufen. Da sehen wir es, ne? Also ein bisschen Stabilität ist natürlich da, aber wer Lego kennt, das nicht geklebt ist, dann noch in knapp 100.000-facher Ausführung, der weiß, das kann auch in die Hose gehen. Also Daumen drücken, dass es weiterhält, ist nämlich einfach eine Wucht, das gute Teil. Star Wars ist auch weiterhin hoch im Kurs, zumindest bei den Mocs und also bei den Gebilden, die von Fans erstellt wurden. Hier Tatooine, also am Sandgrau bzw. Braun zu erkennen, mit großem Hangar für... ja, den Millennium Falcon. Da wirkt der irgendwie fast ein bisschen klein. Man glaubt gar nicht, es ist, glaube ich, der Große, der da drin hängt. Naja, gut. Dirk Delorme hat dieses Flugschiff von Dornier nachgebaut. Das gab es wohl wirklich so. Wir sehen gleich auch noch ein Buch, das das darstellt. 25.000 Teile sind es. Das Original Schwamm, das Lego-Modell, ich weiß nicht, wird es mir sicherlich nicht leihen, ob ich es in meiner Badewanne versenken darf. Das wird natürlich nicht klappen, aber es sieht auch klasse aus hier mit diesen ganzen Propellern, die da oben angebracht sind. Man könnte sich vorstellen, dass es wirklich... naja, also es sieht auf jeden Fall fast flugtechnisch aus. Es hängt auch so ein bisschen in der Luft durch diese transparenten Elemente, wie wir von sehen. Viele Fenster dran. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Modell. Aber 25.000 Teile, das muss man auch erstmal haben. Dann haben wir hier Hoth. Wir sind wieder Star Wars. Und da sind wir jetzt also von der Wüste, geht's in Schnee. Ja, und das ist, also wenn das jetzt als Hoth-Set vor ein paar Jahren als UCS dann rausgekommen wäre, das hätte ich mir auch geholt. Aber ja, ein bisschen was von dem ist, glaube ich, auch drin. Hier zum Beispiel auch diese kleine Höhle, das dürfte also damit drin sein, aber das geht quasi fast schon unter, was in diesem UCS-Modell war. Diese linken Teile da, ich glaube, die waren da auch drin. Aber dieser ganze Mittelteil hier, natürlich, der muss dann nachgebaut werden. Wir sehen da auch drei Snowspeeder und natürlich auch wieder Millennium Falcon, der darf irgendwie nie bei diesen Sets, glaube ich, fehlen. Und auf der anderen Seite hier sind noch ein paar X-Wings in quasi High-Noon-Stellung. Dann geht es wieder nach Rom mit einem Gladiator, der ist der hier ist, ja. Ja, der kleine ist da noch ein bisschen, muss man genauer gucken, der große, der ist auch eine Wucht, also hier mit so einer, ja gut, Optikerbrille noch drauf, aber ich glaube, die hatten tatsächlich auch solche Helme in Teilen, ne? Also sieht irgendwie strange aus, aber cool auf jeden Fall. Ein paar Bilder, das sind jetzt nicht aus Lego hergestellte, aber von Lego Modellen, auch sehr schöne Teile, dazwischen noch ein Mosaik und nochmal Star Wars, aber als Schachvariante. In sehr groß. Also das sind nicht nur Minifiguren. Wie man sieht, die Minifiguren stecken da oben drin. Dann haben wir hier wieder Snowspeeder. Es geht also wieder nach Hoth, was wir hier haben. Da haben wir auch wieder ein X-Wing. Ein paar Türme. Gibt es ein paar Recken, die wir kennen. Sogar ein kleiner Millennium Falcon ist noch dabei. Aber die Snowspeeder, die sind quasi die Bauern auf der Seite. Selbst das Brett unten rum ist sehr schön gestaltet. Und dann haben wir auf der anderen Seite, ja, da kommen dann die AT-AT zum Beispiel. Ein AT-ST sehe ich da, glaube ich, auch ein paar Türme. Also auch sehr cool gestaltet. Also würde man gerne mal eine Partie mit spielen. Könnte auch sogar relativ massiv sein, wenn ich mir das so richtig ansehe. Muss man auch erstmal die Idee haben. Cooles Teil, definitiv. Also ja, groß bleiben wir jetzt hier bei dieser Kirche. Die sehen wir hier gerade mal von hinten. Auch wieder schöne Bäume. Kommen natürlich nicht an die Herbstbäume von Elronds Rad vorhin ran. Aber wir werden gleich sehen mit einem Ausschnitt aus einem Buch. Diese ganze Landschaft drumherum. Ja, vielleicht nicht mehr die Menschen davor, diese Masse. Aber das alles ist tatsächlich so auch in dieser Welt existent. Also diese Kirche, diese offene mit Open-Air-Möglichkeiten, da ist sie nämlich. Die gibt es tatsächlich so. Also ja, da sehen wir da oben auch. Und da ist auch dieser Glockenturm dann hinten dran, den wir gerade eben sahen. Auch dieses Beihaus hier. Also sehr schön geworden. Wird es dann von Lego natürlich auch nie geben, weil kirchliches Thema. Und das machen sie ja nicht. Da haben wir zum Beispiel ein Kreuz hier auch. Die Kanzel, die man da sieht. Also, Und dann viel Grün. Viele grüne Platten. Und ein Monopoly-Spiel haben wir hier auch. Nur aus Lego-Plättchen in diesem Fall gestaltet. Plus, ich vermute mal, ja, wenn es Lego verkaufen würde, wären das hier alles Aufkleber.
Da weiß ich jetzt gar nicht, sind vielleicht drauf gedruckt. Ansonsten Monopoly natürlich ein wahnsinnig überschätztes Spiel, macht eigentlich als Erwachsener keinen Spaß mehr, aber als Lego-Variante hätte ich es mir doch geholt. Da sehen wir auch nochmal Grüße aus Hamburg, ne? Hier von der Floating Bricks, der stand da ja auch, der gute Herr hier. Und wir gehen nochmal ein bisschen weiter. Hier gibt es auch so kleine Klappbücher, die man sehen konnte. Und ein großes, nicht nur Haus, sondern eine ganze große Landschaft, um nicht zu sagen eine Stadt. Und wie man vielleicht auch schon erkennt, es ist eine italienische Stadt. Es ist Bergamo. Da gab es früher mal einen Direktflug von Lübeck nach, eben hin. Und daher war man relativ günstig hier aus Norddeutschland mal da. Ein, zwei Mal habe ich da auch tatsächlich dann mal so einen Kurzausflug hingemacht. Kann mich aber irgendwie gar nicht mehr so richtig an die Sachen jetzt hier erinnern, die ich da sehe. War aber hübsch. Und das sieht man ja an diesen Bildern hier auch. Schöne Alleen da vorne, schöne Bäume, ein schöner Marktplatz mit schöner Darstellung auch des Musters da drauf. Und das sind Minifiguren, keine Mikrofiguren. Deswegen, um die Verhältnisse auch mal klar zu machen, es ist schon wirklich groß. Und vor allem bei diesem Turm fand ich richtig klasse diese Schroffe, was da sehr gut rauskommt. Dann noch diese Straßenbahn. Bergamo ist ja ziemlich hoch runter gebaut. Da kann man sonst auch mit so einem Fahrstuhl hochfahren. Auch wieder schöne Bäume. Kommen natürlich nicht an diesen herbstlichen Baum von vorhin ran, aber nett ist er auf jeden Fall. Und hier sehen wir noch ein paar weitere Infos über Bergamo. Das Wappen und nochmal ein schöner Blick über die komplette Stadt. Nö, kann man auch, kann man haben. Nur auch hier wie immer die Frage, wohin damit, wenn man es denn hat. Übrigens konnte man auch kaufen dort zu dänischen Preisen. Wenn man die Rabatte dann nimmt, sind es fast deutsche Preise gewesen, beziehungsweise teilweise sogar leicht unter deutschen Preisen. Und wie wir jetzt gleich sehen werden, richtig mit Rabatt wurde der 42,70 verkauft, quasi zum halben Preis, was aber umgerechnet dann immer noch 147, also knapp 150 Euro sind. Und naja, ich will ihn ja immer noch mal vorstellen. Dr. Who haben wir hier beim Kirschblütenfest. Auch eine interessante Kombi. Da haben wir die Kirschblüten. Da hat man tatsächlich das Gefühl, diese Blütenblätter könnten gleich alle wegfliegen. Und damit auch wirklich das Thema mit Dr. Who dann zusammenhängt, ist natürlich dann auch seine fliegende Telefonzelle mit dabei. Hinten. Und da sitzt da auch der Doktor. Wie schön, dass es das Ideaset gab. So konnte dieses Set also dann auch hier erstellt werden. Dann haben wir hier Ant-Man in klein und noch kleiner und ganz klein. Und obwohl der Große auch schon ein bisschen eher wie so ein kindlicher Ant-Man aussieht. Dann hier schöne, ja, eher Kulisse einer Stadt mit ein bisschen Straße davor. Also wer es eher platt mag und nicht mehr Platz hat, der könnte mit sowas dann vielleicht was werden. Und dann haben wir hier auch wieder ganz groß, deswegen muss ich jetzt hier mal ein bisschen zur Seite und nach hinten gehen. Da sehen wir es, den schiefen Turm von Pisa mit Beleuchtung hier und auch wechselnder Beleuchtung. Je nachdem ist das mal rot, jetzt sehen wir es bläulich schimmern. Und wie wir hier schon erkennen, das Teil ist mannshoch, ist wirklich groß. Und wenn wir auch noch ein bisschen weiter zurückgehen, ja, man sieht es von der Seite ein bisschen besser, er ist auch ein bisschen schief. Das ist natürlich tatsächlich bei solchen Teilen, mit auch Glockenturm übrigens oben, schon so eine Sache. Und wer übrigens mal oben war, das ist oben auch dieses Geländer, finde ich, immer so ein bisschen gruselig gewesen. Erst recht, wenn man so eine Stufe höher war. Ja, unten ist der Eingang, auch hier schöne Absperrung drumherum. Und ein schöner, jetzt sieht man, glaube ich, besser, wie schief der auch wirklich dann da gebaut ist. Hm? Cooles Teil. Nochmal so ein bisschen Überblick mal. Das war hier Halle 1. Wir haben gerade eben vor allem Modelle aus Halle 2 gesehen. Kinder konnten da auch ein bisschen spielen. Hier sehen wir nochmal die großen Gebäude. Da hinten den schiefen Turm, Big Ben. Ja. Nochmal ein paar weitere Eindrücke hier, zum Beispiel von einem Piratenland, was wir hier haben. Das habe ich vorhin, glaube ich, so in Teilen schon mal ein bisschen vorgestellt, im ersten Teil. Hier jetzt machen wir mal detaillierter mit schönen Piratenschiffen. Wir brauchen wieder Piratenschiffe, finde ich, bei Lego. Die fehlen mir. Erst recht so ein richtig schönes wieder hinten. Das hier vorne würde ich notfalls dann auch nehmen, wenn es nicht anders geht. Aber am liebsten eigentlich dieses da hinten mit diesen zwei Reihen auch von Kanonen. Dazu dann auch Segel und da ist richtig was los. Und auch cool gemacht, man achte nur auf die schon explodierenden und rausschießenden Kanonenkugeln mit auch dazu dem passenden Dampf bzw. Rauch, der dann dahinter zu sehen ist. Auch eine sehr schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob das wirklich so hält, wie das da hängt. Ob da nicht doch der ein oder andere Kleber dran gelandet ist. Ich will nichts unterstellen, aber naja, vielleicht hält es ja auch. Kann gut sein natürlich. Dann haben wir hier noch ein bisschen Jubiläum auch von Mindstorms. Das feiern wir dieses Jahr ja auch. Und da sehen wir zum Beispiel das Buddelschiff in einer Mindstorms-Variante. Beziehungsweise, wenn man da ein bisschen näher rankam, den Sensor aktivierte, dann wurde das Ding auch ein bisschen durchgeschüttelt. Da hinten noch ein paar nachgebaute
Motoren bzw. Kontrolleinheiten von Mindstorms. Jetzt sehen wir es, glaube ich. Ja, nochmal, er geht ein bisschen ran an den Sensor. Jo, und nun dreht sich das auch. Und wie wir sehen, ist auch kein Buddelschiff mehr drin, sondern weitere Mindstorms-Roboter, die sich jetzt in dieser Flasche hier befinden. Die Flasche lädt ja auch dazu ein, ganz unterschiedliche Dinge da drin unterzubringen. Happy Birthday Minifigur nennt sich dieses Set hier, beziehungsweise dieses Modell. Und das ist eher was für den Klassikliebhaber. Da sind nämlich schöne alte Minifiguren dann auch drin. Ja, da wird der ein oder andere jetzt wahrscheinlich sagen, Mensch, die habe ich auch gehabt. Ein Klassiker auf jeder Lego-Ausstellung ist natürlich auch eine Stadt. Wie hier zum Beispiel sogar mit Feuer. Das ist nicht Original-Lego, das sage ich mal. Das ist Watte. Aber wie schön, dass ein Hulkbuster sicherheitshalber schon mal in der Nähe steht. Sprich, weil wir da hinten sehen wir auch schon von den Avengers das Zeichen. Also hier dürfen auch mal Superhelden ran in dieser Stadt. Und immerhin mal keine Eisenbahn, die hier runden dreht. So schön ich Eisenbahn finde, ist auch mal schön, mal eine Stadtpanorama ohne Eisenbahn zu haben. Auch gerade diese Städte laden natürlich auch dazu ein, viel, viel zu entdecken. Also das hätte ich selber eine halbe Stunde schon zeigen können, glaube ich, damit diese Stadt erst erkundet. Ein Mosaik hier, wie wir sehen, das man auch erst natürlich von Ferne richtig würdigt. Und erst recht, wenn man jetzt mal um die Seite geht, weil dieser Baum oben ist plastisch und auch unten die Blumen natürlich. Aber gerade bei dem Baum, da achte man mal genau, das geht ein bisschen raus. Also leider, ja, mit 3D wäre es jetzt noch cooler, aber wenn ich jetzt nochmal weitergehe, ja, man sieht es, ne? Also der ist plastisch, also schön, mal ein bisschen noch was anderes als die typischen sonstigen Mosaiken, die man sonst viel mal hat. Nochmal ein Blick über Halle 2 hier, auch sehr schön. Das ist mal, also wer über Forma schimpft, ne? Also das hier als Forma, das hat auch was. Also Forma waren nicht die ersten, die auf die Idee kamen, irgendwie Platten irgendwo ranzuhängen. Gut, das sind aber auch die Technikplatten hier dran. Und auch da ist ein bisschen Motor drin und ein Sensor. Wenn man da dran vorbeiging, dann konnte er hier mit den Augen klappern zum Beispiel. Und das ist Kunst. Ich kenne diese Figuren leider nicht, aber sie sehen so richtig schön deprimiert aus. Und auch wie die Hände so gefaltet sind. Und das hat, glaube ich, so, ist wahrscheinlich irgendwie was Japanisches mit diesem U-Bahn oder diesem Straßenbahn-Style. Da sind auch die Haken, wo man sich sonst festhält, wie die da auch sitzen, nach vorne gucken. Ein richtig cooles Stillleben aus Lego. Ja, ein bisschen Frozen dann hier nochmal als Mosaik. Ein bisschen kleinere Sachen da hinten. Viele Bagger und Ähnliches. Dann schauen wir mal hier, da haben wir ja, von Up, ne, von oben, von dem Disney-Film, auch eine schöne Variante. Sowas müsste doch theoretisch auch machbar sein. Also ja, Up ist natürlich jetzt irgendwie durch und der kommt auch nicht mehr so schnell. Zweiter Teil dürfte sich da auch nicht anschließen, also wird Lego leider nie auf die Idee kommen, wahrscheinlich sowas mal rauszubringen. Aber gerade mit den Luftballons da oben, eine sehr, sehr coole Sache. Aber man kann dafür immerhin bei Ideas voten, wie wir hier sehen. Und ja, das werde ich dann, glaube ich, nach dieser Aufnahme auch nochmal machen. Am Ende der Veranstaltung, da wurde dann das Licht in den Hallen nochmal für eine halbe Stunde gedimmt. Und das erlaubt dann so ein paar ja, vermeintliche leichte Nachtaufnahmen, beziehungsweise mal die Modelle, die leuchten, auch noch in dieser Leuchtperspektive dann zu sehen. Und da ist der schiefe Turm von Pisa, glaube ich, schon wirklich eine Wucht. Erst recht, weil ich jetzt erst sehe, wie er da in unterschiedlichen Farben leuchtet. Also, das ist ja fast wie die Allianz Arena hier, je nachdem, wer drin ist vielleicht. Oder auch hier der Jahrmarkt, den hatte ich ja im ersten Teil gezeigt. Nicht? Also wenn dann flackert und blinkt alles auch richtig schön dann, auch im Dunkeln. Also da, mit Hellen kommt er ja gar nicht raus, was da an Lämpchen hier wohl auch drin verbaut ist. Erst recht auch hier für diese Eisenbahnen, die hier hinter diesen Vitrinen drin sind. Auch sehr schön durch die Beleuchtung dann nochmal zur Geltung kommt. Sowieso sehr schöne Eisenbahnen übrigens. Gilt auch für diese Höhlen. Da sieht man das Gold ja quasi glänzen, wenn da die Lampe dann das von unten in der Höhle noch entsprechend beleuchtet. Na, es braucht mehr Licht. Das hatte ich ja auch in dem Video schon gezeigt, wo die kleinen Sets ich vorgestellt hatte mit den Märchen. Da sieht man übrigens auch, dass man die Märchen dann jeweils nochmal antippen konnte unten mit Schaltern. Und dann kriegte man auch noch ein bisschen was zu den Märchen dann erzählt. Kommt im Dunkeln natürlich auch richtig cool, wie auch dieses Billardzimmer, was zu diesem großen Gebäude hier zugehört. Und damit sei es das dann auch gewesen mit Scareback. Aber nach Scareback war vor der Steinhanse, da werde ich auch nochmal ein Überblicksvideo mal zeigen. Und dann kommt ja noch die Sten-Fanwelt demnächst in Gölle. Also Klemmbaustein-Lyrik abonniert halten, dann kann man nichts verpassen. Und tschüss.